Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal hier um meine alte Bandsäge und um die Blattführung. Ich werde heute mal so ein bisschen erläutern, warum manche Sägebänder, wenn man denn was schneidet, verlaufen oder das Sägeblatt halt einfach in die andere Richtung möchte und. Denn das ist auch ein Riesenproblem hier bei meiner Bandsäge. Ich denke hier, die Bandsäge ist schon um die 60, 70 Jahre alt und dementsprechend alt sind auch schon die Blattführung. Und das bedeutet, dass die schon ordentlich herhalten mussten. Und das ist nämlich auch das eigentliche Problem hier oben, denn hier diese Bandführungen sind komplett ausgelutscht. Ich werde es euch gleich mal im Detail zeigen, die werden wir heute abdrehen und unten, das werde ich ja gleich auch noch zeigen, gibt es keine Bandführung. Das hier ist die Blattführung, hier diese habe ich schon erneuert, die habe ich schon abgedreht. Hier bei diesen zwei muss ich das aber noch tun. Hier unten seht ihr schon, verdreht sich das Blatt schon automatisch. Das liegt aber daran, dass es hier unten keine Blattführung gibt. Hier, das ist keine Führung, das ist nur ein Anschlagpunkt gewesen, dass es nicht nach hinten wegwandert. Aber eine Führung ist das hier nicht. Ich werde mal schauen, vielleicht werde ich ein Stück Holz herstellen, was dann im Prinzip auch ein bisschen das Blatt führt, aber so arg wird das hier unten eh nicht gut gehen. Eine Alternative kann ich euch jetzt aber schon geben, die seht ihr auch schon hier. Ihr könnt einfach ein Brett auf euren Sägetisch spannen, was im Idealfall Hartholz ist oder Siebdruck, was einmal ein bisschen stabiler ist. Denn wenn ihr dann den Schnitt macht, hat das Blatt unten schon eine sehr gute Führung. Und das war auch hier mein Versuch, hat auch echt gut funktioniert, aber mit MDF funktioniert es nicht so lange gut. Da werde ich auch hier sehr wahrscheinlich noch ein Stück Siebdruckplatte holen, dass ich dann aus dieser Siebdruckplatte unten eine Vergrößerung vom Tisch mache und dann halt eine bessere Blattführung. Warum mache ich das gerade jetzt mit meiner Blattführung? Warum überhole ich sie jetzt? Ganz einfach, ich habe hier ganz viel zu schneiden und ohne gute Blattführung funktioniert das gar nicht. Ich habe es nämlich schon probiert, das Stück zeige ich dir mal. Das hier. Ja, es waren glaube ich 20 cm, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Und es ist relativ weiches Holz und das hat nicht gut funktioniert. Und aus dem Grund muss ich meine Blattführung auf jeden Fall überarbeiten. Ihr seht auch hier läuft das Blatt dann sehr schräg und nutzt sich auch extrem ab und wird so auch sauschnell stumpf. Ich werde jetzt als erstes mal hier die Sägebandführung komplett abbauen. Ja, dann können wir leichter arbeiten. An alten Maschinen merkt man doch immer, dass die Schrauben nicht genormt sind. Denn das hier sind jetzt zum Beispiel Everschrauben. Normalerweise kennt man ja mal 10, 13, 17, 19, das sind so die Standardschrauben. Aber hier sind es noch 11er bzw. 14er Schrauben. Eine Blattführung habe ich schon abgedreht, das ist diese hier. Und hier sieht es auch echt ganz gut aus. Und hier seht ihr einen echten Unterschied. Hier sind sehr viele Riefen drin. Und das Ganze läuft auch nicht mehr so gut, weil ich das nochmal fetten muss. Denn das hier sind Kugellager, die nicht gekapselt sind da drin, die seht ihr auch gleich. Und hier seht ihr auch jetzt schon ein Kugellager. Und das Kugellager läuft hier in dem Gehäuse. Und das hier ist jetzt unsere Blattführung, die wir gleich überarbeiten müssen. Und hier seht ihr, das ist nicht einfach nur ein Stück Flachstahl, hier ist auch noch hier diese Rundung eingedreht worden, damit diese Kugellager auch eine Führung haben. Hier dieser hintere Anlauf, der ist auch ein bisschen spezieller. Und zwar musste ich den schon bisschen verbessern, ganz am Anfang. Und zwar habe ich hier was in die Schraube reinpacken müssen, damit die sich nicht ganz zuziehen lässt. Ja, das hängt da unten drin. Sonst hat die Schraube sich immer durch die Drehung festgezogen und dieses Teil konnte sich gar nicht mehr drehen. Diese zwei Führungen werden wir jetzt erstmal entfetten, damit die uns auch später nicht aus dem Futter rausfliegen. Hier benutze ich einfache Verdünnung. Ich reibe das Ganze einfach ab. Boah, ist das strammes Zeug. So, jetzt können wir das Ganze erstmal einspannen. Ich glaube, das Ganze müsste Werkzeugstahl sein, weil sich das nicht so schön drehen lässt. So, jetzt läuft es ganz gut. Jetzt werden wir einfach mal Schicht für Schicht abdrehen, bis das Ganze nochmal schön plan ist. Wir sehen, wir haben jetzt hier das erste Stück runtergedreht und hier sind noch ein paar Tiefpunkte. Das heißt, wir müssen noch einmal drüber. So, perfekt. Jetzt machen wir noch eine kleine Phase dran. Und das erste Teil ist fertig. Jetzt müssen wir noch hier diesen Kameradenplan drehen, denn dadurch, dass hier so eine kleine Kerbe drin ist,
Hier ist eine kleine Kerbe drin, verläuft das Blatt auch manchmal, wenn es dann zu stark anläuft. So, ich habe jetzt mal die ganzen Teile geputzt und habe das alte Fett mal runtergeholt und jetzt muss ich natürlich auch wieder neues Fett gleich reinbringen. Ich werde mir jetzt so ein Stöckchen hier holen und spitze mir das spitz an, damit ich damit dann das Fett überall gleichmäßig drin verteilen kann. Letztes Mal habe ich zu viel reingemacht, da ist dann die Hälfte rausgefallen und das will ich dieses Mal vermeiden. Ein bisschen drehen, dass man das Fett so auch verteilen kann. Jetzt kann hier wieder die Schraube reingedreht werden. Das ist die erste Führung und die ist fertig. Ihr seht, das Sägeband läuft jetzt viel zu weit hier hinten. Das schleift jetzt hier die ganze Zeit und das kann ich jetzt hier einstellen. Ich werde es immer mal kurz laufen lassen. Das sieht schon ganz gut aus. Ich werde mal schauen, ob ich so noch ein Stück rüber geholt bekomme, das Band. So, noch ein kleines Stück vielleicht. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Ich muss das Sägeband aber noch ein Stückchen weiter nach vorne bekommen, weil meine Blattführung dafür dann nicht ausreichend groß ist. Gut, jetzt läuft es halt ganz vorne, ne? Das ist nicht so schön. Das soll jetzt aber dann auch ausreichen. So lassen wir das Band stehen. Jetzt können wir die Bandführung auch mal nochmal dran bringen. Das einzige Doofe, sage ich einfach mal, ist hier, dass das rund ist. Da muss man nur ein bisschen schauen, dass man es einstellen kann. Ist aber kein großes Problem. Aber man kann hier dran wirklich so viel einstellen. Man kann hier diese Schraube zum Beispiel lösen und dann kann man diesen ganzen Bock schon mal ein gutes Stück nach vorne holen. Und das machen wir jetzt auch als erstes mal. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass das Ganze nicht schief ist. Ich bringe die Bandführung jetzt einfach so nah wie möglich ran und versuche dabei ein ganz klein bisschen Luft zu lassen. Normalerweise sagt man, glaube ich, drei Karten, also von einem Kartenspiel drei Karten, das ist ein guter Anhaltswert, aber das wird hier nicht so genau funktionieren, deswegen mache ich es direkt bei Auge. Jetzt hole ich hier noch den hinteren Anschlag ran. Den sollte man so einstellen, dass das Band den nicht berührt. Und wenn man dann anfängt zu schneiden, soll er dann dagegen fahren. Jetzt seht ihr natürlich ganz gut, dass ihr das Blatt hier oben gar nicht mehr verdrehen könnt, aber hier unten ist es immer noch sehr flexibel. Das darf nicht sein, gerade wenn man so große Rohlinge bearbeitet. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier unten auch schon geführt ist, dann kann man schon besser schneiden. Für den Anfang werde ich das jetzt mal hier mit diesem Stück Linde mal ausprobieren, wie viel das schon gebracht hat und wie gut die Blattführung funktioniert. Das ist 13 cm hoch und soll für den Anfang ganz gut sein. So. Also ihr konntet sehen, es gab ein paar Probleme beim Schneiden, aber auch immer nur auf einer Seite der Maserung. Ihr seht, hier die Seite ist okay geworden, hier die Seite ist okay geworden, aber hier, wenn es dann wieder in die Maserung reingeht, war das dann zu viel Beanspruchung fürs Blatt und ich musste wieder rausschneiden, weil unten das Blatt nicht gut genug geführt war, damit ich hier reinkomme. Das dreht sich dann unten immer in die Richtung, wo es dann einfach einfacher ist zu schneiden. Aber die Blattführung läuft wieder rund. Ihr habt jetzt leider keinen Vergleich zu vorher. Ich wollte es nämlich vorher nicht mehr dann so belasten mit den Schnitten. Aber sieht ganz gut mal bis jetzt aus. Jetzt muss ich mich aber noch um unten die Blattführung kümmern, denn das ist bis jetzt noch gar nichts. Und dazu hole ich mir jetzt mal hier diesen Klotz raus, denn ich plane irgendwie den als Blattführung zu benutzen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie die neue untere Führung aussehen wird, aber ich werde jetzt als erstes mal hier diesen Klotz imitieren und dann schaue ich mal, was sich dann anbietet. Ich habe mir jetzt mal hier vom Rücken vom Band den Anschlag markiert und die Mitte einfach und jetzt kann ich mal schauen, wie gut das passt. Und es passt, wie ihr seht, nicht so gut. Aber ich werde dieses Stück hier mal ausprobieren als Teststück, ob das denn überhaupt funktioniert, dass ich das hier auch als Blattführung benutze. Jetzt werde ich mir nämlich mal hier die Linien übertragen. Ups. Das hier werde ich jetzt mal in meiner kleinen Bandsäge ausschneiden. Ich bin ganz klar ein Fall von Probieren geht über Studieren. Deswegen werden wir hier den Klotz jetzt einmal mal hier reinmachen.
passieren und das Band hat schon definitiv eine bessere Führung als zuvor. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das hier ausreicht, um solche Hochstücker zu schneiden. Noch nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich werde die Bandspannung noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht bringt das was. Und ich werde die obere Blattführung dann auch doch nur ein bisschen näher ans Band führen. Vielleicht bringt das was. Gebrochen? Nicht mehr an, oder? Ja, fast, aber auch nur fast, ne? So, als erstes mal ein kleines Update. Ihr habt gerade gesehen, mir ist das Band runtergerutscht. Ich habe ein Stück Holz nicht nach vorne gezogen, deswegen weiß ich nicht, warum es passiert ist. Aber hier habt ihr auch schon wieder das gleiche gesehen, nur dass das Holz diesmal knapp 18 cm hoch ist. Und in die Maserung funktioniert der Schnitt einwandfrei. Also aus der Maserung raus, sage ich es jetzt einmal mal. Aber da, wo die Maserung so steht und ihr so reinfahren möchtet, sieht mich gar nicht. Da die Säge echt ein paar Schwierigkeiten. Ich habe das Band jetzt echt sehr, sehr stark gespannt. Und ich denke, ich werde auch beim nächsten Mal ein stärkeres Sägeband holen, damit es einfach mehr Zug aushält. Denn bei dieser Säge hier müsst ihr anscheinend echt viel spannen. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob das so extrem viel ist. Die Sägebandführungen laufen eigentlich ganz gut. Und ich werde es jetzt einfach nochmal probieren und schauen, ob es dann besser funktioniert. Jetzt mit noch ein bisschen mehr Bandspannung, aber... Ich sag mal, das hier ist schon ein deutlicher Fortschritt. Wie seht ihr, das sind. Es ist schon ein bisschen was an Höhe und ja, es ist in Ordnung, wenn es nicht beim ersten Mal richtig gut funktioniert. Let's try another one. What is that? Why is that happening? Oh, ich hasse es. Ich brauche, glaube ich, auch noch Sägeblatt. So scheint es mir. So, Leute, mal wieder ein kleines Update. Ich glaube, ich habe jetzt noch einen Punkt, der daran liegen könnte, dass das Ganze nicht so gut schneidet. Hier seht ihr, das ist ein relativ feines Blatt. Und ich denke, das wird auch so mit einem Punkt sein, warum das Ganze nicht so gut schneidet. Als das Blatt ganz, ganz frisch war, hat es... ganz gut funktioniert, nicht richtig gut, aber ganz gut. Ihr habt auch, glaube ich, manchmal gehört, dass das richtig geschlagen hat. Ich müsste daran liegen, dass hier der Schnitt, dass der dann voll ist, hier die Späne voll verklumpen und das dann halt immer reinschlägt, weil es halt einfach nur das Holz rausreißt, die Holzfaser, und nicht mehr schneidet. Ich denke, das wird auch ein Grund sein, warum das Sägeband auch dann in dieser Art und Weise verläuft. Ich werde euch mal noch was zeigen. Das habt ihr, glaube ich, auch gesehen, immer relativ schnell geschnitten, weil es super funktioniert hat, auch am Anfang vor allen Dingen. Und später habe ich einfach ganz langsam geschnitten und da war das Ergebnis auch ein gutes Stück besser. Ich zeige euch mal ein paar Schnitte. Das hier ist eigentlich ein Paradebeispiel. Hier seht ihr wirklich, das Ganze ist alles andere als 90 Grad so zum Tisch. Hier seht ihr, ist das Band einmal rausgegangen und das hier ist ein Stück. Das habe ich wirklich ganz langsam geschnitten. Hier haben wir einen kleinen Ausrutscher. Gut, da ging es nicht mehr so gut. Aber hier hat es richtig gut funktioniert. Hier hat es ebenfalls ganz gut funktioniert, als ich langsam geschnitten habe. Das wäre mich jetzt mal noch so ein Indikator, dass das Band einfach viel zu fein ist. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit solch hohen Stücken, die ich geschnitten habe. Aber das sollte auch ein Punkt sein, warum das Band verläuft. Ich werde euch jetzt mal nach unten die Bandführung zeigen. Ihr seht, ihr habt es nicht so gut überstanden. Das werde ich jetzt aber einfach mal so stehen lassen. Denn... das ist jetzt genug für dieses Video. Ich kann jetzt eh nichts mehr schneiden, deswegen macht es jetzt keinen Sinn mehr, hier nochmal einen neuen Klotz anzufertigen. Aber mein Tipp an euch,
baut euch einfach eine Holzplatte oben drauf und macht dort einen ersetzbaren Einlegeklotz rein, am besten aus Hartholz. Den könnt ihr dann einfach immer wieder ins Sägeband reinschieben. Das war auch hier nicht ganz so gut gelöst. Viele von euch haben auch hier diese Bandsäge und da kommen wir schon zum ersten Punkt, wo es daran scheitern kann, wenn die Bandsägenblätter nicht mehr richtig laufen. Und zwar ist das die Spannung. Ihr seht, das Blatt hier ist nicht so arg gespannt und das liegt halt eben daran, dass hier diese Säge einen Federspanner hat. Ihr könnt das Blatt lösen und durch die Feder hier in diesem Griff wird das Ganze gespannt. Diese Säge benutze ich ausschließlich für Multiblakes, kleine Hartholzstücke und nicht solche großen Aufgaben, und aus diesem Grund ist das in Ordnung für mich hier, diese Bandspannung. Das ist wirklich okay. Und ein anderer Punkt ist auch hier die Blattführung. Ihr seht hier oben, das ist die Blattführung, da sind hier diese Metallteile und hier hinten das Kugellager. Und unten gibt es auch keine richtige Blattführung, so wie bei meiner großen Bandsäge. Aber was ihr hier jetzt schon seht, ihr könntet hier auch einen neuen Hartholzklotz herstellen, den ihr dann in das laufende Sägeband reinschiebt. Da müsst ihr natürlich gut aufpassen. Und das wäre dann auch schon mal eine untere Blattführung. Für mich jetzt auch ein neuer Punkt, je nachdem was ihr schneidet. Das hier ist schon, ich sag mal, ein bisschen extremer, was ich hier schneide. Da braucht ihr halt auch wirklich das entsprechende Sägeband und ruft einfach mal im Shop an und fragt die Leute, ja, ich schneide das und das, was würdet ihr mir denn da empfehlen, was ich da für ein Sägeband benutze? Das ist so mein Tipp an euch und das werde ich auch bald machen. Ich habe heute leider keinen mehr erreicht, aber vielleicht wird das dann das Thema von einem anderen Video. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Das war wirklich mal so eine Erfahrung, die ich jetzt im Video gemacht habe, mit der Reparatur von der Bandsägenblattführung oben und vor allen Dingen die Erstellung einer neuen Sägebandführung von unten. Sollten ein paar Tricks für ein paar von euch dabei sein und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob das euch was gebracht hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.